Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und sicher erinnert sich der oder die eine oder andere noch, dass ich am 27.12.2020 das Video »Drei verstörende Videos aus dem Internet Teil 10« veröffentlicht hatte. Dieses wurde am 30. Dezember 2020 von YouTube gestrikt und gelöscht, wegen des dritten Videos. Da mein innerer Monk aber mit 9 Teilen unzufrieden ist, kommt heute erneut das Video vom Dezember. Jedoch ist das dritte verstörende Video ein anderes als das letzte Mal, da die ersten beiden kein Problem darstellten. Ja, erneut viel Spaß! Im ersten Video sehen wir ein paar Jugendliche, die aus irgendwelchen Gründen nachts im Wald unterwegs sind. Auf ihrem Weg durch die Dunkelheit entdecken sie ein altes Haus im Wald. Doch das ist nicht alles. Bald schon müssen sie feststellen, dass sie dort ganz offenbar nicht alleine sind. Ah, oh man, I don't know the... Oh, there we go, the flashlight wasn't on. Alright, Jeffrey, you're gonna have to tell me where you saw it. Okay. Did you see it around there? No. No? No. Alright, let's just wing it, come on. Okay. Oh, that's my flashlight, Jesus Christ, I was like freaked out. Jeffrey, I was taping like the edge of my flashlight and I thought I was like taping another world or some shit like that. Alright, alright. What did you see? Nothing. Okay, you say... Oh my god! Mm-hmm. Oh, okay, just one. Just one! What the hell was that? Jeffrey, if you want to go back to France, just run! Okay, just get in. Get in. Get in. Oh my god. Das zweite Video wurde von einem Lost Place YouTuber gemacht. Interessanterweise erwähnt er nicht, wo sich diese Villa befindet. Er geht durch die Villa, filmt alles um sich herum und die Atmosphäre wird nach und nach drückender. Und nach einer gewissen Zeit erlebt er dort den Schock seines Lebens. Oh yeah. Well, this is weird. Two toilets. Two Johns in the waiting. The jetted tub. Windows open. This place is pretty cool. Oh, there's a balcony out there too. So if we can get the door open. Yeah, you can tell they've done like fresh paint and everything in here. There's a house right next door here. You can see. I want you guys to see this balcony. I don't know how the floor's on me. Check that out. This thing is freaking huge. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking... I'll leave. There's some ass in here. Now that I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Oh, jeez. I'm freaking out. Should have freaking trapped my
stuff in the closet. Guys, I gotta find this. I'm gonna... All right, guys, I'm gonna head downstairs. I'm scared to death right now. Hello? Hello? I just wonder if somebody's messing with me. I don't know, man. I don't freaking know. Hello? This is paranormal. I surely think somebody's in here, but I feel stupid for freaking. Oh my god. I think the mold's getting to me. Oh man. These figures are dead. Hello? Floor don't feel very good. This floor don't feel... Oh my god, Freelander. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a bank. Oh my god! Oh, god. Oh god! Oh god! Oh shit! Oh, God, turn on. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ziemlich wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt einfach noch jemand anderes in der Villa. Doch trotzdem ist das ein Schock. Ich war mal mit ein paar Freunden in einer verlassenen Heilanstalt. Es wurde draußen langsam dämmerig und wir hörten plötzlich Geräusche aus den unteren Stockwerken. Wir verhielten uns relativ ruhig, als wir dann hörten, dass die Geräusche mittlerweile auf unserer Ebene waren. Wir verschanzten uns in einem Raum und gingen nach etwa 5 Minuten wieder raus und liefen einer anderen Gruppe direkt in die Arme. Mein Gott, was haben die sich erschreckt? Die meinten dann, dass sie uns für Geister hielten. So kann's manchmal gehen. Wie bereits im, ich glaube, 9. Teil, ist das letzte Video ein japanischer Horror-Kurzfilm, der auf einer japanischen Legende beruht. Die Legende besagt, dass es einige wenige Spieluhren gibt, in die die Seele eines Dämonen verbannt wurde. Lässt man die Spieluhr spielen, dann hat man den Dämonen in sein Haus eingeladen und dieser trachtet einem fortan nach dem Leben. Auf dieser Legende basiert der Kurzfilm. Da die Untertitel nur auf Englisch sind, sage ich euch die wichtigsten Dinge vorweg auf Deutsch. Der alte Mann ist der ehemalige Musiklehrer der jungen Dame, die ihn besucht. Er zeigt ihr, dass er sich eine wunderschöne alte Spieluhr gekauft hat. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, da der Film eine deutliche Bildsprache hat.押田先生は私の小学校時代の恩師だ。友達のピアノの演奏会で偶然にも再会した。その縁で私は押田先生の家に遊びに来ることになった。私たちは昔懐かしい話に花を咲かせ、楽しい時を過ごすはずだった。
先生がそれを出しさえしなければ。ああそういえばね、最近変なものを買ったんだよ。変なもの？うん、北海道旅行に行ったんだがね、札幌の街で一軒の古道具屋を見つけてね、なんとなくその店に入りたくなって店に入った途端に目についたのがこれなんだよ。何ですかそれ？オルゴールだよ。まあ聞いてごらん。綺麗ですね。でもどこも変じゃないじゃないですか。そう思うかい？もっとよーく聞いてごらん。先生、これ男の声に聞こえない？やだ。本当だろ？先生、2階にどなたかいらっしゃるんですか？いや、私は一人住まいだよ。え？私、帰ります。え、ちょっと待って。ごめんなさい。アイちゃん、先生、すみません、私、お先に。アイちゃん、アイちゃん、それないよ、それない、それない。Und das war das alte, neue, drei verstörende Videos aus dem Internet Teil 10 Video. Ich denke, diesmal dürfte es keine urheberrechtlichen Probleme geben, da solche Einblendungen von Videos und Kurzfilmen mit den entsprechenden Links in der Videobeschreibung von den meisten einfach als Eigenwerbung gesehen und geduldet werden. Das ist wie, wenn man Anime-Videos macht. Es ist ab und zu ein Glücksspiel, was aber oftmals gut geht. Ich hoffe, dass euch dieses alte, neue Video gefallen hat.
Folgt mir gerne auch bei Facebook, Instagram und oder Telegram. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.